Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Und wir sind beim ersten Level der dritten Welt. Und werden direkt von Pinguinen angegriffen. Und hier gibt es auch das nächste neue Item. Nämlich den... Ach verdammt, jetzt kann ich es nicht... Wow, Mario, pass auf. Den Pinguinanzug, den ich aber erst beim nächsten... Ernsthaft? Ja. Guys, muss mich einfach umbringen. Super, ich darf nämlich nicht getroffen werden. Auf ein neues. Ich würde mal sagen, ich lasse den Pilz auf. Oh ne, der fällt nicht runter. Okay, hier nicht dämlich sein und wir haben ihn. Das ist eine modifizierte Eisbuhne. Man kann nämlich sowohl Eis schießen oder... Da war noch einer? Das war ja nicht mal ein Fragezeichen, glaube ich. Man kann... Wo ich jetzt dran war... Wow, man kann Eis... Also wie bei der Eisblume... Eis werfen halt. Das ist natürlich auch sehr gut erklärt, man, ja. Und wir können rutschen auf dem Boden. Du Mistviech. Davon gibt es aber eh wieder einen neuen. Nämlich hier. Komm. Komm, der bewegt sich auch. Und jetzt können wir rutschen. Yay. Und rote Münzen dabei einsammeln. Wow, ich hätte nicht springen dürfen. Ich wäre fast zu weit gesprungen. Lol. Da kann man auch wirklich nur mit Pinguinanzug durch. Ey. Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Alter, was bin ich denn für ein... Oh, unterbelichtete Scheiße. Also, der Part fängt schon mal nicht so erfolgreich an. Ja, okay, das war erfolgreich. Aber das ist auch der dritte Versuch und der ist meistens... Nein! Nein! Ich kann es nicht mehr schaffen! Doch, doch, kann ich noch, oder? LOL! Ja, nee, ist klar. Die geben mir eine Feuerblume. Ja, also eigentlich sollte man... Hier war das Hauptitem in diesem Level ein Pinguinanzug ist, sollte man eigentlich einen Pinguinanzug kriegen. Aber nee, man kriegt eine Feuerblume in der Eiswelt. Alles klar. Ja, toll, dann kann ich das Level nochmal ganz von vorne machen. Ey, was ist das denn? Ich dachte jetzt, oh mein Gott, ja, ich krieg's noch, aber nö. Anscheinend will Nintendo das nicht. Dass man skillig ist. Anscheinend muss man einfach nur so sein wie der Superassistent, nämlich ganz langsam durchgehen und nichts falsch machen. Ja, okay. Dann mache ich das. Ach, die töten, die haben ja zwei Leben im Prinzip. Beim ersten verlieren die ja nur die Sonnenbrille. Aber mit der Feuerblume sind die anscheinend direkt tot. So, die beiden Starfans hatten wir schon. Dann zuletzt. Und bitte, Mario, schaff es. Habe ich das Gefühl, dass ich es wieder verkacken werde. Nein, ich habe es. Gut. Und rutschen.
Kann man nicht die anderen Pinguine anrempeln oder verliert man dann sein Item? Irgendwie, manchmal hat man die immer besiegt und manchmal haben die irgendwie einen besiegt. Also das verstehe ich nicht ganz, das System. So, dann können wir auch in den zweiten Level. Und dieser handelt von einem Raketenlevel. Also am Kugelwilli-Level. Denn hier ist ein Kugelwilli. Und es gibt auch noch andere. Dann gibt es auch noch viele... Nein, die nehme ich nicht. Viele Methoden, One-Ups zu bekommen. Ja, okay, so kann man die Gegner natürlich auch killen. Nämlich, man nimmt hier einen Cooper, bringt den da um, nimmt sich einen weiteren Cooper, geht wieder hier hin. Und jetzt wirft man diesen Cooper einfach und macht nichts. Ein Kugelwilli wird nämlich immer nach unten gedrückt und der wird dann sterben. Aber das ist egal, denn hier gibt es einen Stern. Yeah, yeah, yeah. Hui. Hä, es gab doch Yoshi auch hier, oder? Ja, Yoshi. Nein, Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi. Verdammt, da kommen wir niemals mehr hoch, oder? Let's find out. Als ob der respawned ist und genau dann runterfällt. Geil, jetzt habe ich nichts mehr, was ich brauche. Ja, okay, Eis habe ich jetzt wieder. Also ich stelle mich noch dämlich an. Was ich... Lol, die haben nicht geschossen. Ernsthaft jetzt. Ich habe über die geschossen und außerdem habe ich eine Stumpfattacke gemacht. Meine Fresse. Ja, genau! Ey, wenn ich jetzt sterbe, Junge. Das ist doch nicht wahr, was ist das denn? Tschüss. Muss den Eisbruder killen. Nice! Da oben muss ich aber lang, oder? Ja. Nein, ich war schon drauf. Nein! Jetzt geht er hoch und wird... Oh, okay. Durchwaschen, durchwaschen. Wow, der Level ging jetzt aber schnell. Dann können wir glatt noch einen machen. Und gegen die Eisbrüder kämpfen. Wir sind schon bei der Burg. Wow, das ging jetzt schnell. Also wir könnten zur Burg gehen. Und da wollen die uns auch schon angreifen. Und das Gute ist, dass wir klein sind. Ja, das hört sich vielleicht dumm an, aber das ist wirklich gut. Denn diese Blöcke gehen dann hier nicht kaputt. Und wir können immer weiter gegenspringen. Und wenn sie halt getroffen werden, dann sind sie tot. Aber wir haben mehrere Versuche. Okay, jetzt muss ich... Da kann man doch hoch, oder nicht? Was? Bin ich jetzt ernsthaft zu blöd? Ja. Nein! Ich hab die nicht getroffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hatte gerade schon seinen Eisball da in der Hand. Und nach so eine Zehntelsekunde später und der hat mich getroffen. Heilige Scheiße. Jo, war das knapp. So, das war ein Höhlenlevel, oder? Oh, ein One-Up. Starcoin 1. Ja, okay, ich weiß noch alle Starcoins. Oh, ich weiß aber auch, dass hier Stalaktiten, oder? Nein! Oh mein Gott, ich bin tot. Ja. Nein! Lol, 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 die bringen mich um. Ja, kann ich... Ernsthaft. Ach, super.
Und man kann dann anscheinend nicht mehr hoch. Also muss man einfach nur dämlich warten. Super. We love you, Nintendo. Nein, das war nicht der Block, das war der. Nein, der. Der in der Mitte. Der. Und. Ich muss etwas Cooles machen. So. Perfekt. So, dann warten wir. Und jetzt los. Pilz. Hier muss man nicht warten, sogar im Gegenteil. Man muss nämlich hier die Starker holen. Und hier gibt's nix. Da werden nur Gumba gespawnt. Pinguin. Nice. Und hier gab's eine. Nee, nicht der Hammerbruder, Eisbruder. Hammerbruder, klar. Hammerbruder werfen Eis. Das ist, ja, bestimmt. Halbzeitflagge. So, das sind die Großen. Auf die müssen wir immer warten, bis sie runterfallen. Was? Als ob... Ey, du hackst doch. Was war das denn jetzt? Wird wieder genau in meinen Rutsch, oder was, wie ich das nennen soll, da reingeworfen hat. Ey, der hat sie ja nicht mal. Größer, aber... Ich lebe. Oh mein Gott, ich lebe. Ich wollte sagen, größter Betrug ever, aber da ich noch lebe, kein größter Betrug ever. Obwohl es ein großer Betrug eigentlich war. Denn der ist nicht gesprungen. Also er ist gesprungen, aber ich habe gedrückt gehalten und der ist nur ganz kurz gesprungen. So, für die dritte Starcoin braucht man entweder Minipilz oder... Ja, Minipilz ist eigentlich sehr, sehr schwer, deswegen empfehle ich dieses Fass, was auch die normale Version ist. Man muss sich hier hinstellen, kurz springen und das werfen. Und man hat alles Starcoins. Zumindest wenn man die vorherigen auch schon eingesammelt hat. Abgeschlossen. So, schön, wieder drei Level in einem Part. Und wir können zum One-Up-Laden. Komm, das machen wir auch noch gerade, aber erst kämpfen wir gegen diesen Eisbruder. So, was hast du jetzt für eine Formation? Die, okay, die ist sehr schwer. Jetzt sind wir nämlich auch groß. Ernsthaft jetzt, der hat seinen eigenen... Okay, wir sind klein, wir können nur gewinnen. Nice. Wie der seinen eigenen Freund umgebracht hat. Lol. Wie geil. Auch der andere ist wieder da. Ja, gegen den können wir jetzt sicherlich nicht. Ich möchte nämlich zum One-Up laden. Und ihr seht schon, das nächste, beziehungsweise das erste, die Geisterhaus kommt im nächsten Part. Und das könnte etwas knifflig werden. Aber erstmal kriegen wir hier mehr Leben. Gibt pro Welt nämlich mehr Leben. Ja. Super Erklärung. Ich muss genau so. Vier, okay. Ist ganz gut. Ja. So. Und das war der Part. Ciao.